Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Es gibt dort oben ein Königreich und passiert immer wieder etwas Neues. Ist immer was los. Der König möchte alleine sein und ist im Rückzug, aber nicht allzu lang. Morgen versöhnt er sich mit der Königin. Die Königin ist in vollem Vertrauen. Der hübsche Prinz ist hin und her gerissen. Er sollte Entscheidungen treffen. Soll er sich auf eine Reise gehen oder lieber zu Hause bleiben? Soll er aktiv sein oder passiv? Er ist gerade orientierungslos. Die schöne Prinzessin fühlt sich gerade alleine. Es ist nicht weiter schlimm, sie soll sich erholen. Es wird schon zu einer Begegnung kommen, aber das dauert noch. Ah, noch etwas. Jemand meldet sich von Vergangenheit, eine Rückkehr, und das trifft ein am 31. Juli. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, hat selbstverständlich astrologischen Hintergründe. Sonne ist gerade unaspektiert, das heißt, der König möchte alleine sein. Aber nicht lange, weil morgen kommt zum einer Verbindung zwischen den beiden Lichter, Sonne und Mond. Und das ist eine Versöhnung, ja, das ist ein harmonischer Sextilaspekt. Mond befindet sich im Mondhaus Harani und das zeigt Urvertrauen. Das heißt, die Königin ist in vollem Vertrauen. Merkur ist rückläufig in Tierkreiszeichen Krebs nach indischen Berechnung. Diese Rückläufigkeit hat mit Vergangenheit etwas zu tun. 31. Juli verlässt Merkur die Tierkreiszeichen Krebs und übergeht in Tierkreiszeichen Zwillinge. Durch diese Rückläufigkeit. Und das heißt, jemand meldet sich von Vergangenheit, kommt zum Einrückkehr und das passiert am 31. Juli. Dann ist Merkur in Tierkreiszeichen Zwillingen. Mars und ein rückläufiger Saturn bilden sich einen sogenannten Quinkungsaspekt, Hin- und Hergerissenheit, und das trifft der hübsche Prinz. Das ist Mars-Energie. Mars im Krebs, die Energie geht nach innen, das ist passiv, und Saturn ist im Schütze, im Feuerelement, ist also aktiv. Diese Hin- und Hergerissenheit, soll ich aktiv oder lieber passiv verhalten. Hat auch mit Reise etwas zu tun, das ist die Schütze-Energie, oder zu Hause bleiben, das ist die Krebs-Energie. Und hier sollte man Entscheidungen treffen, was gar nicht einfach ist durch diese Verbindung. Und das war die Quelle zu meinem Erzählung. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.